Schläfst du wohl, was? Nein, ich schlafe nicht. Ich muss hier aufpassen. So, dafür hast du wohl den großen Stock da. Ja. Worauf passt du denn auf? Das kann ich nicht sagen. Wohl auf Geld, was? Nein, auf Geld überhaupt nicht. Auf ganz etwas anderes. Na, was denn? Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben. Na, denn nicht. Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe. Ich kann mir denken, was in dem Korb ist. Kaninchenfutter. Donnerwetter, ja. Bist ja ein fixer Kerl. Wie alt bist du denn? 9. Oha, denk mal an. 9 also. Dann weißt du ja auch, wie viel 3 mal 9 sind, oder? Klar. Das ist ja ganz leicht. 3 mal 9, nicht? 27, das wusste ich gleich. Stimmt. Und genau so viel Kaninchen habe ich. 27? Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du? Ich kann doch nicht. Ich muss doch aufpassen. Immer zu? Nachts auch? Nachts auch. Immer zu. Immer. Seit Sonnabend schon. Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du musst doch essen. Du rauchst? Hast du denn eine Pfeife? Ich drehe. Pfeife mag ich nicht. Schade. Die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Vor allem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht. Aber du kannst hier ja nicht weg. Nein. Nein, nein. Naja, wenn du hier bleiben musst, schade. Wenn du mich nicht verrätst. Es ist wegen den Ratten. Wegen den Ratten? Ja, die essen doch von Toten, von Menschen. Da leben sie doch von. Wer sagt das? Unser Lehrer. Und du passt nun auf die Ratten auf? Auf die doch nicht. Auf? Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da. Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst 4. Er muss hier ja noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich. Ja, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen? Nein, das hat er nicht gesagt. Na, das ist aber ein Lehrer. Wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. Wenn es dunkel wird schon. Weißt du was? Jetzt füttere ich schnell mein Kaninchen und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines, oder was meinst du? Ich weiß nicht. Wenn sie wirklich nachts schlafen. Natürlich. Euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß. Wenn ich eins kriegen kann, ein weißes vielleicht. Ich will mal versuchen. Aber du musst hier so lange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause. Weißt du, ich muss deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. Denn das müsst ihr ja wissen. Ja, ich warte. Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt. Wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter.